Ja, grüßt euch, hallo, der Peter da von Leimis Werkstatt. Ein paar kleine Infos möchte ich euch geben. Das große Projekt oder die großen Projekte, Badezimmer, dann der Vorzimmerschrank und die Garderobe, die sind fertig. Die Video dazu verlinke ich euch natürlich oben im Eck, beziehungsweise auch unten in der Videobeschreibung. Ja, das war eigentlich das Vergangene. Ich habe dann nachher zwischenzeitlich immer halt auch Kleinigkeiten gebaut, wie zum Beispiel da für meine Umhängetaschen, so eine Einlage. Aber das war jetzt nichts Aufwendiges oder sonst irgendwas. Der Christian von Kallerwood hat einmal eine Versteigerung gemacht von einem Untersetzer zu einem guten Zweck. Und zwar hat er da einmal was gehört vom Sterntalhof. Und der Sterntalhof, das ist eine Kinderhospizeinrichtung. Ich habe da die Versteigerung hab ich mitgemacht auch und habe den Zuschlag gekriegt und habe ihm halt einen Untersetzer bekommen. Das war jetzt eigentlich nicht das richtige Thema, und zwar das richtige Thema ist, dass der Christian das als Herzensangelegenheit sieht und er zieht da was Größeres auf oder hat was Größeres aufgezogen. Er hat Freitag, glaube ich, war das Video dazu veröffentlicht, wie man da mitmachen kann, wie er das gestaltet. Natürlich verlinke ich euch das Video oben und da unten in der Videobeschreibung. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Ich schreibe auch YouTube-Kollegen, Instagramer etc. an, dass sie mitmachen können oder dürfen oder sollen oder müssen oder wie auch immer. Na, es ist freiwillig natürlich. Ich finde die Sache oder die Aktion, was der Christian macht, sehr, sehr positiv und deswegen mache ich auch mit und deswegen mache ich auch Werbung dafür. Bitte, bitte natürlich macht's mit. Hat mich sehr gefreut, in Christian natürlich auch. Und bitte schaut euch unbedingt das Video dazu an vom Christian. Er erklärt dort alles, was ihr wissen müsst, wie ihr mitmachen könnt, wie dann nachher die Sachen unter den Mann gebracht werden und was da auf sich hat. 25 cm. Werkbank habe ich angeschliffen, jetzt gehe ich es einlassen wieder einmal. Ja, was passiert in Zukunft auf dem Kanal? Eins möchte ich unbedingt fertig machen, und zwar, und da sind sicher einige gespannt drauf, aufs geheime Projekt. Das mache ich sicher fertig. Es sind da noch ein paar Kleinigkeiten nachher noch, was ich machen möchte. Und eins habe ich ja auch schon geplant, beziehungsweise da muss ich auch ein bisschen zurückholen. Der Thorsten von Rund ums Haus TV hat ja mal so eine Kutscherlampe gebaut und ich baue die jetzt nicht nach, sondern natürlich mit meinen eigenen Ideen. Und da, also ich baue eine Kutscherlampe, mit einem Wort gesagt. Es ist dann nachher für die Eingangstür bei uns da beim Haus, also bei der Werkstatt, dass der dann wieder ordentlich beleuchtet ist. Ja, ich möchte mich noch einmal recht herzlich bedanken beim lieben Mehmet für das tolle Notizbuch, was ich gekriegt habe von ihm, und auch so eine kleine Dose Holzbalsam. Die Geschenk oder das Geschenk ist ein bisschen über Umwegen zu mir gekommen. Er kann es nicht nach Österreich schicken. Das ist einfach zu teuer, sehr, sehr teuer. Und ein Arbeitskollege von mir, das ist ein Türke, der hat dann einmal Urlaub gemacht in der Türkei und hat es dann auch an mir mitgebracht.
Also nochmal recht, recht herzlichen Dank, lieber Mehmet, für das tolle Geschenk. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ein ganz großes Projekt. Das wird aber sicher erst 2023 bzw. sicher 2024, also das wird über einen längeren Zeitraum gehen. Machen möchte ich machen. Und da gehen wir dann jetzt einmal ja, an den Ort des Geschehens. Das ist das ein Ort des Geschehens und zwar ist das der Dachstuhl vom Haus und den möchte ich umbauen im halt zu so einer kleinen Wohnung. Der Raum sollte mein Schlafzimmer werden zukünftig, weil das Haus gehört jetzt mir und da soll mein Wohnzimmerbüro entstehen. Inklusive Katze. Ja, so schaut es aus und das möchte ich heute umbauen. Also das ist ein kleines Zimmer und ein größeres Zimmer. Da haben wir Kinder drin gewohnt, wie wir noch jung waren, wie wir Kinder waren. Und das möchte ich jetzt dann auch immer heute umbauen zu einem Schlafzimmer und dem halt, also Wohnzimmer-Bürobereich. Ja, und falls ihr Interesse daran habt, dass ich das filme, das würde mich natürlich interessieren. Bitte schreibt es in die Kommentare, Hashtag Umbau. Dann filme ich das mit. Und nämlich auch wirklich von der Planung her bis zur Ausführung. Und dann. Ja, dann habe ich natürlich noch Werbung in eigener Sache. Und zwar, ich erreiche bald die 2000 Abonnenten. Und da mache ich eine Verlosung, ein Gewinnspiel zu den 2000 Abonnenten und was ihr gewinnen könnt, erfahrt ihr dann auch also in dem Video, wenn wirklich die 2000 Abonnenten erreicht sind. Ja, also bitte, mich würde es freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und natürlich, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet und Daumen natürlich. Sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Peter von Leimes Werkstatt. Baba.